Wir sind hier im Keller der Edelkornbrennerei Schmidtmann in Düsseldorf, Niederkassel. Rund 100.000 Liter Spirituosen lagern hier in diesen Fässern. Das ist das Allerneueste und das ist das Älteste. Stammt aus dem Jahr 1896 und wurde gebaut von den Kartäuser Mönchen in Düsseldorf-Lohhausen. Ein uraltes Fass und dort ist ein ganz besonderer Tropfen gereift. Und was das für einer ist, das sagt uns Thorsten Franke. Thorsten Franke ist der Destillateur von Schmidtmann. Was ist das für ein Korn? Ja, wir haben zum Anlass des großen Jubiläums der Firma Schmidtmann 200 Jahre. 200 Jahre. Ja, großartig. Haben wir in diesem Fass ein besonderes Destillat reifen lassen, 25 Jahre lang. Das ist also ein Korn geworden, den man eigentlich kein zweites Mal finden wird. Also das ist ein ganz besonders hochwertiges Produkt, vom Charakter her sehr mild, sehr weich geworden, hat eine ganz tolle Farbe bekommen durch die lange Reifezeit und ist eigentlich nicht mehr vergleichbar mit einem normalen Korn. Das geht also eher in die Whisky-Note rein, also ein ganz mildes, weiches Produkt, was wir hier kreiert haben. Der schmeckt so ein bisschen rauchig. Ja, der hat auch einen sehr hohen Malzanteil, der hier verarbeitet worden ist. Und zwar haben wir hier zusätzlich zu unserem Weizen noch 25% Malz mitverarbeitet. Deswegen hat dieses Produkt auch so eine ganz tolle milde, so eine ganz tolle weiche Note von dem Malz auch bekommen. Und der kommt natürlich in einer wunderbaren Holzkiste, die hier in der Behindertenwerkstatt Düsseldorf angefertigt wurde. Und kostet 88 Euro, ist limitiert und ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Wie viele Exemplare gibt es? 1500 Stück. 1500 und dann ist Schluss. Also bei der Firma Schmidtmann in Niederkassel können Sie diesen Tropfen kaufen und unter den Weihnachtsbaum stellen. Herzlichen Dank, Herr Franke. Machen Sie weiter guten Schnaps. Ja, danke schön.